Pavard erklärt Wechsel zu Bayern. Benjamin Pavard hat erstmals erklärt, warum er sich für den Wechsel zum FC Bayern München entschieden hat. Es waren viele Vereine im Gespräch, eine Zeit lang hat mich das genervt. Als aber dann das Angebot des FC Bayern kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Bayern ist für mich der beste Verein der Welt, sagte der Abwehrspieler der Bild. Mitentscheidend für den Weltmeister war auch ein Schlüsselmoment. Als ich vergangene Saison mit dem VfB im Spielertunnel der Allianz Arena gestanden bin, die Bayern-Spieler neben mir gesehen habe und die Atmosphäre spürte, wusste ich, dort will ich eines Tages spielen. Neymar rastet aus. PSG-Superstar Neymar hat gegenüber Journalisten die Fassung verloren. Der Brasilianer fällt derzeit mit einer Fußverletzung 10 Wochen aus. Er absolviert einen Teil seiner Reha-Maßnahmen in Barcelona. Dort wurde er von Reportern umringt und gefragt, ob er noch einmal das Trikot des FC Barcelona tragen wolle. Laut der spanischen Marca blaffte der 26-Jährige die Journalisten an. Verarscht mich nicht, gab der Superstar genervt zurück. Sammer teilt gegen Hannover aus. Hannover 96 verlor beim Debüt von Thomas Doll mit 0:3 gegen RB Leipzig. Matthias Sammer zeigte sich bei Eurosport über Hannovers Leistung fassungslos. Vor allem das Defensivverhalten der Hannoveraner ärgerte die TV-Experten. Ich kann Fehler nachvollziehen, aber das sind ja keine Fehler, das ist unverantwortlich, kritisierte er. Es ginge nicht um die sportlich-inhaltlichen Qualitäten, erklärte Sammer. Leipzig sei in allen Belangen besser gewesen. Aber ich muss versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste zu geben. Und diesen Eindruck habe er bei Hannover nicht.